So, hallo, herzlich willkommen. Wir beenden nämlich jetzt gerade bei, was soll ich sagen? Erstmal willkommen zu Let's Play Blood Bowl. Wir beenden die erste Halbzeit des Spiels gegen die Inkwood Panthers in der K.O.-Runde. Nichts geht über eine Halbzeitpause, um ein paar Instandsetzungen vorzunehmen. Das stimmt, Jim, aber manche brauchen eine deutlich längere Behandlung. Ja, das kann man so sagen. Also, wenn wir uns das jetzt so ansehen, bei uns ist einfach gar nichts passiert. Wir haben keinerlei Verletzte. Schweige denn Tote. Die Halblinge haben einen Toten, zwei Verletzte. Und ja, immerhin einer K.O., der andere K.O.-Vogel steht auf. Aber sie haben noch einen Ersatzspieler. Wir müssen mehr Leute umbringen. Blood Bowl ist angeblich die härteste aller Sportarten. Ach, das sagen sie oft. Aber eigentlich muss man ja nur ein paar Schläge anstecken. Sehe ich ähnlich. Ach ja, wir kriegen den Ball. Moment. Der hier hat Wurfsicher. Wenn wir nämlich jetzt angreifen, haben die Gegner ja schon aufgestellt. Ja, komm, das passt so. Ja, ich finde, das geht so. Der fangen kann, stellt sich hier hin und alles ist super. Der Ball ist in der Luft und das Spiel geht los. Schau nur, Jim. Wechseln ist Wetter, nichts Besonderes. Perfekte Voraussetzungen für ein traumhaftes Match. Aber die grelle Sonne könnte sich auf das Passspiel auswirken. Ja. Das will ich doch hoffen. Dann setzen die Teams stattdessen eher auf Gewalt. So, er hat den Ball, weil der Ball rausgeflogen ist. Jetzt sehr sonnig. Ein fantastischer Tag, aber die blendende Sonne sorgt für einen Modifikator von minus 1 auf alle Passproben. Man sieht's auch so ein bisschen. Liegt jetzt so ein Filter drüber. Wieder ein erledigter Halbling. Na dann, gute Nacht. Wird wohl Zeit für ein kleines Nickerchen. Das waren 2 Starplayer Points. Jetzt ist er bei 6. Perfekt, er kriegt ein Level ab. Was für ein übler Schlag. Wahre Kunst ist das, würde ich sagen. Geh nach Hause. So. Kerngedanke rein. Glaubst du, dass er sich nach dem Schlag wieder aufrappeln kann, Jim? Oh ja. Er ist nicht der Typ, der aufgibt und liegen bleibt. Ich würde eigentlich gerne mal schon so eine lange Passnummer machen. Ja, Bob. Ich habe gehört, du hast deine diesjährigen Bonuszahlungen ausgehandelt, ohne mir etwas davon zu sagen. Nimm die Axt runter, Jim. Ich kann das alles erklären. Nimm sofort die Axt runter. Mist, ich komme da nicht komplett durch. Aber ich kann ihn zumindest schon mal hier hinstellen. Nee, warte, ich kann ihn hier hinstellen. An den anderen Goblin, sag ich schon wieder, an den Halbling. Er hier bewegt sich entsprechend. Das Problem ist halt, Pass ist jetzt gerade eigentlich schwierig. So, die hier halte ich wirklich einfach nur da, damit die Baummenschen an Ort und Stelle festhalten. Da laufen die einfach weg. Naja. Hui, der Spieler ist ganz schön stark. Glaubst du, dass Trollblut in seinen Adern fließt? Beim Halbling? Nein. War wohl keine so gute Idee vom Gegenspieler, über seine Familie herzuziehen. Die Blood Bowl-Spieler werden ihren jämmerlichen Kollegen in der Albion-Liga immer ähnlicher. Das war keine leichte Berührung, die ihn zu Fall gebracht hat, Jim, sondern ein hammerharter Schlag auf den Hinterkopf. Apropos. Ich überlege, ob ich ihn hier rausblitzen soll. Das wäre aber ein einfacher. Außer ich krieg vorher... Ja, ich muss sowieso da weg. Jetzt geht's. Hauen wir raus, die Sau. Mitten in die Zuschauerränge. Oh oh, das sieht gar nicht gut aus. Hoffentlich mag er den Geschmack von Lederstiefeln. Schau mal, ein paar scharfe Elfenschönheiten verkaufen so. Mut auf der Tribüne. Oh. Hey, ich hol mir auch einen. Bin in 5 Minuten wieder da. Seit wann magst du denn den Mut? Gar nicht, aber dafür umso mehr diese schönen Elfenmädels. Nein, du sollst dich da hinstellen, so. Ja, man kommt nicht an den anderen ran. Aber man kommt zum Beispiel dahin, was ich jetzt vorhabe. Ich probiere es einfach. Ich habe jetzt gerade nichts zu verlieren. Ich meine, ich habe richtig viele Punkte. Also, ich bin 2 im Vorsprung, 2 im Vorsprung. Und jetzt. Zack, 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 zack. Das sollte klappen.
Perfekt ausgewichen. Selbst Urs Unsichtbar, der Zaubergoblin, hätte das nicht besser hinbekommen. Wurfsicher und gefangen. So, jetzt sind wir quasi komplett in Sicherheit. Ach ja, der Touchdown ist uns quasi sicher. Urs Unsichtbar, der Zaubergoblin. Das klingt nach irgendeinem lustigen Kinderbuch. Oder? Ich würde es lesen. Urs Unsichtbar, der Zaubergoblin. Putzig. Eine neue medizinische Untersuchung hat eben das Blatt. So, meine Freunde, jetzt geht wieder das Massaker los. Das ist doch ein Scherz. Wenn man bedenkt, dass Blood Bowl-Spieler auch weniger anfällig für Gehirne an sich sind. Wir verprügeln hier weiter fröhlich Halblinge. So, Finger weg von dem Ballträger. Oh, schwer verletzt. Wir müssten sogar am Ende des Spiels die Möglichkeit kriegen, den einen Halbling als Zombie wiederzubeleben. Ich bezweifle aber, dass der verletzte Spieler genauso darüber erfreut ist wie ich. Angesichts der klaffenden Wunde glaube ich das eher nicht. Ja komm, machen wir einen dritten Touchdown. Also wir stampfen die halt gerade echt einfach in den Boden. Ich mag das. Ist ein bisschen langweilig, aber ich mag es. Und ich bin gespannt, wer dann nachher gegen uns im Finale antritt. Die Pinkford Panthers sind es wohl nicht. Na gut, die sind ja auch im Halbfinale schon gegen uns. Also, ach ja. 4 Verletzte, 1 Toter. 2 K.O. Ach, und noch ein Ersatzhalbling. Wie putzig. So, wir stoßen an. Das heißt, ich stelle die wieder so auf. Der Ball kommt mal dahin. Und los geht's. Schneller Angriff. Oh, ja gut. Alle Spieler sind empfangen und Teams können im Umfeld bewegt werden. Tun sie aber nicht. Komisch. Der denn da erwartet? Hm. Zauberer durften nicht immer sicher von draußen ihre Sprüche einsetzen. Naja. Hast du nicht einmal in der Albion-Liga gespielt? Eine untere Liga, in der das Zaubern von draußen verboten war? Oh ja, das waren tolle Zeiten. Ich kann mich noch daran erinnern, dass viele Fans nur anreisten, um zu sehen, wie komm, das probiere ich. Horde wütender Blood Bowl Stars behaupteten, das Knistern zwischen eines Feuerballs. Wir haben ernsthaft den Ball. Wie geil ist das denn? Der Zauberer. Dann müssen wir den natürlich jetzt auch ein bisschen beschützen. Also wenn das nicht mal eindrucksvoll war, dann weiß ich auch nicht. Ja komm, du bleibst bei dem Halbling. Du stellst dich schon mal hier hin. Du stellst dich hier in den Weg. So. Das könnte doch ein 4. Touchdown werden, wenn das so weitergeht. Ach ja. Unser Rüstung 9. Ja. Nicht versuchen, mit 2 dahin zu kommen, den wegzublitzen. Ihr habt komische Prioritäten, ihr Halblinge. Boah, wie peinlich ist das denn jetzt gerade? Der Spruch des Tages kommt heute von Heini Schniebel, dem Trainer und Eigentümer der Lowdown Reds, eines bekannten Bob.
Goblin-Teams. Dem Spike-Magazin hat er gestern gesagt, dass Blood Bowl eine Schlacht sei. Es gebe keine Sieger, sondern nur Überlebende. Oh, sehr tiefgründig. Genauso tief, wie seine Mannschaft momentan im Dreck steckt. So, du bleibst stehen. Aua! Na dann, gute Nacht. Ja, wird wohl Zeit für ein kleines Nickerchen. Ach, Tackle ist toll. Aua, das hat wehgetan. Da hat jemand aber richtig schlechte Laune gehabt. Du gehst hier hin und du blitzt den jetzt. Ich blitz, du blocks ihn. Okay, der andere war gar nicht nötig. Jede Wette, dass das wehgetan hat. Zum Glück hat seine riesige Nase den Schlag etwas abgefangen. Oh ja, sonst wäre sein Gesicht jetzt nur noch brei. Ach Mist, ich hätte da weggekommen. Ach, egal. Weiter. Weiter, weiter ins Verderben und so. Jetzt dafür den wegblitzen und dann machen wir einen Touchdown. Der hält jetzt ein Schwätzchen mit dem Rasen. Haha, K.O. Weichei. Nur noch ein paar Meter. Hopp, 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 hopp und Touchdown. Das ist definitiv ein Touchdown. Sieht gut aus für das gegnerische Team. Man könnte sagen, es ist hoffnungslos. Wenn die nicht endlich anfangen, die Ärmel hochzukrempeln. Also wenn die das jetzt noch rumreißen könnten, rein realistisch betrachtet, das würde mich sehr wundern. So, Aufstellung. Die gefällt mir. Weiter so. Und los geht's. Freuen wir uns auf ein neues Blutbad. Perfekte Abwehr. Oh, ich darf die wieder mal platzieren. Ihr beide tauscht die Plätze. Das Team besteht aus wirklich bösen Spielern. Ihre Anhänger haben den Preis für die bösesten Fans bekommen. Völlig verdient, muss ich hinzufügen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Halblinge sind noch auf dem Feld. Das müssen wir ändern. Das sind noch zu viele. Der Spieler hat den Ball erwischt und jetzt stürzen sich alle auf ihn. Das stimmt. Das werden wir tun. Oh, er bleibt stehen. Perfekt. So, du versuchst erstmal ihn hier zu hauen. Super. Ja, du kannst nachrücken. In Deckung! Tja, ist halt ein brutaler Sport. Und der Rest? Der Rest sagt sich... immer feste drauf. Lasst keinen entkommen und die üblichen anderen Floskeln. Den kann ich unter Umständen sogar rausblitzen. Ich probier's. So, das Spiel ist aus. Wollen wir einen trinken gehen, Bob? Heute nicht, Jim. Ich habe noch ein Rendezvous mit einem Cheerleader eines Dunkelelfenteams. Bestimmt die mit der Peitsche. Autsch. Der hat noch einen Bewegungspunkt. Hierhin. Der Rest geht ebenfalls ran. Ja, komm, den einen dort schafft er. Schon wie lange die haben. So. Es sind immer noch 3 Runden tatsächlich. Ah ne, 2 für mich dann noch. Also, jetzt ist die vorvorletzte Runde der Gegner. Wow. Nicht erfolgreich, wer hätte das erwartet? Was wird der Ballträger noch tun? Oder hat er schon geblockt? Ich weiß es gar nicht mehr. Es tut sich irgendwie gerade nicht so viel. Ich behaupte mal, dass dieses Spiel so ziemlich sicher gewonnen ist. Wir können vielleicht noch einen kleinen Touchdown-Rekord aufstellen hier.
Du bleibst weg. So. Du läufst dahin. Ihr stellt sich zur Sicherheit hier hin. Noch etwas von den Heroes of Law. Stimmt. Für die Zuschauer, die es nicht wissen, die Heroes of Law wollen allen zeigen, dass es möglich ist, ein Spiel mit ehrlichen Mitteln zu gewinnen. Wahrscheinlich ist es gut so, dass wir nichts von ihnen hören. Jetzt stelle ich ein kleines bisschen Hilfe dahin. So, jetzt muss er doch gleich auch mal umfallen, oder? Das ist doch ein Scherz. Herr Komm, wozu haben wir denn noch die anderen hier? Nicht nachrücken. Das ist doch ein Scherz. Wie viele Leute sollen denn noch auf diesen scheiß Halbling hauen? Hör mal, Freundchen. Egal, was du hier tust, du wirst es nicht schaffen, einen Touchdown zu machen. Aber du hast lange überlebt und das ist... Was? Wie bitte? Was war das denn? Ich wollte ihm gerade meinen Respekt aussprechen dafür, dass er das so lange geschafft hat zu überleben. Er geht einen Schritt, legt sich auf die Fresse und hat sogar ein ausgestochenes Auge. Naja, komm. Jetzt erstmal hier weiter. Inzwischen untrennbar zu diesem Sport. Wurde es nicht schon ins Regelwerk aufgenommen? Den Blitz haben wir noch. Na also, geht doch. Wieder einer verletzt. Glaubst du, dass er sich nach einem Schlag wieder aufrappeln kann, Jim? Oh ja, er ist nicht der Typ, der aufgibt und liegen bleibt. So, und wenn wir es gut machen, beenden wir es jetzt mit einem weiteren Touchdown. Er hier hat fangen, okay. Da macht es keinen Unterschied, wer es macht. Unglaublich, wie kann man den Ball fangen und gleichzeitig auch noch der Menge zu... So, du gibst den Ball an ihn ab und er macht den Touchdown. Gut gespielt. Das scheinen sie trainiert zu haben. Touchdown in sich. Bam! Keine Angst. Die Fans würden gerne einen ihrer Spieler an die Tafel nageln und so mehr Platz zum Schreiben schaffen. Ich wette, wir kriegen irgendwie maximal eine Bewertung von 8 für dieses Spiel, weil wir die anderen einfach in den Boden gestampft haben. Ach, ich mag die Formulierung. 6 schwer Verletzte und ein Toter. Das hat schon was. So, und stehen bleiben. Boing. Die Gegner haben noch eine Runde. Das wird schön. Kreischende Fans. Oh, die Gegner erhalten einen neuen Wiederholungswurf. Wer hätte das denn jetzt? Was bringt ihnen das? Ihr habt noch 4 und könnt nur einen pro Runde einsetzen. Er hat ein Händchen für den Ball. Ja, jetzt sucht er nach Unterstützung. Ach, schön. In der Blood Bowl-Geschichte gibt es zahlreiche Teams, die wegen riesiger Schulden bankrott gegangen sind. Bei den steigenden Kosten für Doping und Bestechung wird es auch so weitergehen. Ein perfekter Tritt mitten ins Gesicht. Das schauen wir uns nochmal in Zeitlupe an. Die Gewinner drehen eine Ehrenrunde und bedanken sich nach diesem überzeugenden Auftritt bei ihren Fans. Ich glaube, heute Nacht wird eine ziemlich große Party steigen. Die Einwohner sollten die Stadt besser verlassen. Tja, das lief mal sehr eindrucksvoll, möchte ich sagen. Das wollen die Fans für ihr. Das möchte ich nicht wiederholen. Das stimmt. Und die hohe Bewertung ist absolut verdient. Manche Teams legen zu viel Wert auf ihr. So, was schauen wir? Wir haben hier man muss auch mal den als MVP unseren Fleischgolem Armond, der Modernde. Und die haben Carlo Konserve. Der heißt wirklich Carlo Konserve? Ach, egal. Matchbewertung 16? Okay, ich dachte, wir kriegen eine deutlich schlechtere, weil die Gegner einfach so gar keinen Widerstand geboten haben. Keine Ahnung,
Aber wenn es so weitergeht, wird er sich über kurz oder lang nach einer neuen Mannschaft umschauen. Sie haben frühzeitig verteidigt und so den Gegner... Nächste Stufe für Tobi Decke. Das, was er mal war. Keiner der Spieler ist richtig geglaubt. Das macht doch so, blocken. Manche Spieler stören immer wieder den Spielfluss. Der Werwolf kommt auf Stufe 4. Sie schweigen geradezu. Du weißt ja, Schweigen ist Gold. In diesem Fall Tackle Sie bitte. Tja, Rüstung 9, blocken, Tackle. Dieser Werwolf ist eine Kampfmaschine. Oder warte mal. Eine Sache habe ich ganz... Ich hätte ihm Dodge geben können, ich Idiot. Das wäre besser gewesen. Ach, egal. Er ist eh offensiv aktiver. So. Wie sah das von den Gegnern aus? Ach, wir spielen gegen die Sephiri Silver Flames. Wie haben die denn abgeschnitten? 4-1 gegen die Ogre. Okay. Gegen die Elfen wird nicht einfach. Das wird gar nicht einfach. Aber das kommt in der nächsten Aufnahme. Also ich hoffe, euch gefällt es bisher. Lasst gerne mal konstruktive Kritik. Ein Däumchen nach oben, wenn es euch so gefallen hat und so weiter da. Ihr kennt ja die ganze Show so wahrscheinlich inzwischen. Ich bezweifle, dass das die erste Folge ist, die ihr von mir seht. Warum auch? Dann, ja. Bis zum nächsten Mal. Cheerio!